Ja, hallo und willkommen zu meinem Reha-Tagebuch. Ich bin seit 7. Juli auf Reha in Bad Radkersburg in der Steiermark. Und heute ist mein zweiter ganzer Tag. Ich habe heute erfahren von der Physiotherapie, was alles auf mich zukommen wird. Schwitzen. Aber mein Ziel ist ja auch etwas Fitness und vielleicht ein paar Gramm weniger. Dieser Vlog wird jetzt ein Experiment. Ich versuche ihn immer freitags hinzubekommen, aber ich bin eben unterwegs und nicht zu Hause. Das heißt, wie das mit Schneiden wird, mal sehen, ob und wie und was und wann. Auf jeden Fall versuche ich, einmal die Woche einen Beitrag online zu stellen. Was wird es geben? Ich werde euch auch mit in die Therapieräume nehmen, wenn ich drankomme, soweit das erlaubt ist. Meine Anreise war ziemlich... Ihr habt das schon vorige Woche gesehen, dass ich nach Berlin gefahren bin. Auch am Montag wollte ich vormittags fahren zum Smart Hero Award, der am Dienstag war. Und da gab es auch große Probleme. Schaut euch das Video ruhig mal an. Und die Woche am Montag wollte ich eben hierher in die Steiermark fahren und es gab auch große Probleme. Ich habe einen Fahrdienst reserviert, 2 Wochen vorher schon, und zwar den Samariterbund. Und da muss irgendwie bei der telefonischen Reservierung unten durchgerutscht sein, dass ich nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern Elektrorollstuhlfahrer bin. Und das ist ein wesentlicher Zusatz, wenn es darum geht, das richtige Fahrzeug zu schicken. Und so stand ich dann Montag um 7 mit einem nicht passenden Fahrzeug und über 2 Stunden telefonieren, um einen Wagen zu finden, der erstens spontan Zeit hat, zweitens als einen Fahrer natürlich. Fahrer und Fahrzeug, die spontan Zeit haben, die einen Elektrorollstuhl transportieren können und die auch noch mit der SVA einen Vertrag haben. Wenn man all diese Komponenten zusammennimmt, wird das Feld an Transportern bzw. an Taxiunternehmen, die diese Art Fahrten machen können, sehr, sehr, sehr dünn. Aber ich habe Glück gehabt, ich fand einen und es ging alles gut. Ich bin zwar nicht um 7, sondern erst um 11 oder halb 12 in Wien weggefahren. Und selbst die Wegfahrt war sehr kurios, weil der Herr ist selbst im Stress gewesen. Er hat geparkt, in einem Parkverbot, hat zum Streiten begonnen, wirklich ernsthaft zum Streiten, anstatt einfach loszufahren mit mir. Irre. Egal. Ich war dann da und wollte eigentlich gleich wieder weg, weil ich habe Doppelzimmer, das wusste ich. Mein Mitbewohner, mein Zimmerkollege, ist leider ein 17-Mal-Pinkler pro Nacht, was auch okay ist, aber er dreht das Licht auf. Und wenn er ins Zimmer geht, durchs Zimmer geht, muss er sich anhalten, weil er durch seine Behinderung, was auch okay ist, wenn er nicht mein Bett dazu nimmt. Denn die Betten in solchen Einrichtungen sind auf Rädern und mobil. Und er hält sich immer an, wenn er vorbeigeht und schüttelt mich. Wenn mich das Licht nicht wach gemacht hat, dann weckt mich sein Schütteln auf. Und am Morgen steht er auch immer so früh auf und meint, dann müssen die Rollo hoch und alles Licht rein. Und das ist ziemlich mühsam. Und das Ganze hier ist natürlich in einem Krankenhaussystem und das ist auch sehr beschissen. Weil ich muss fragen, wenn ich aufs Klo muss, duschen kann ich nur von da und da. Gestern war Fußball, ich habe noch mit den anderen in der Halle am großen Bildschirm Fußball geschaut und als ich dann oben war und Zähne putzen wollte,
Hab mit dem Nachtdienst angekommen und gesagt, das ist aber schon spät. Entschuldigung. Also, wenn man es gewöhnt ist, oder so wie ich, hart gearbeitet hat, damit man unabhängig und eigenständig leben kann und dann hierher kommt, um sich was Gutes zu tun. Es ist schwierig, wenn man wieder in diese Einrichtungsschiene zurückgeworfen wird, wo man ja, nach Schema alles machen muss und sich unterordnen muss, wenn man gewöhnt ist, dass man ein normales, eigenständiges Leben führt. Wobei die Leute hier sind alle super nett und da gibt es gar nichts, aber das System an sich ist nicht mehr meins. Anyway, schauen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, die Therapien bringen mir etwas mehr Power und dass sich die 3 Wochen lohnen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao.